Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt gehört wirklich das Mentale, den Kopf einfach so zu programmieren, dass du sagst, wenn Samstag 15:30 Spiel ist, da muss er auf On sein und dann muss man 90 Minuten, egal, oder 95 Minuten, egal was drumherum ist, man muss es ausschalten, dass es ein Spiel geht, es geht um 3 Punkte und dann muss man alles dafür geben. Und ich glaube, die Mannschaften, die das am besten können, die werden dann auch die meisten Punkte holen. Ich glaube, auf dem Platz, wenn man dann mit einem guten Beispiel vorangeht, dass man Präsenz zeigt, man fühlt sich ein Stück weit, glaube ich, gehemmt am Anfang, weil man ja jedes Wort versteht. Da sollte man ganz schnell die Scheu ablegen, damit man wirklich auch befreit ausspielen kann, befreit sein kann und dann wirklich dann auch so anzugehen, dass man dann auch mit 100% dabei ist. Und das versuche ich dann auch einfach zu vermitteln. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht, ich glaube, wir haben schon ein paar Unentschieden auch wieder zu viel. Dann haben wir auch ein paar unnötige Niederlagen. Ich glaube, wenn wir das dann vorne wie hinten dann ein bisschen konsequenter sind, ich glaube, dann können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen.